Hallo Marzahn Hellersdorf, herzlich willkommen zur Sommerausgabe des Sonntagstees 2021. Bei mir zu Gast ist heute einer der Spitzenkandidaten der Linken für die Bundestagswahl im Herbst 2021. Bei mir zu Gast ist der Fraktionsvorsitzende der Linken im Deutschen Bundestag, Dietmar Bartsch. Und was ich mit ihm zu besprechen habe, das seht ihr jetzt. Und hier sind wir. Bei mir zu Gast ist einer der Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl im Herbst 2021. Bei mir ist zu Gast der Fraktionsvorsitzende der Linken im Deutschen Bundestag, Dietmar Bartsch. Dietmar, herzlich willkommen bei uns zum Sonntagstee bei diesen super Temperaturen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Darf ich fragen, ist dein erster Besuch in Marzahn-Hellersdorf? Nein, natürlich nicht. Also ich war schon so oft in Marzahn-Hellersdorf, also seit den 90er Jahren, aber auch schon davor war ich in Marzahn-Hellersdorf. Aber es ist nicht so, dass ich standardmäßig hier bin. Ich bin öfter hier gewesen. Eigentlich kommst du aus Mecklenburg-Vorpommern. Du kandidierst in Rostock-Stadt. Würdest du sagen, es gibt Ähnlichkeiten, Rostock-Stadt und Marzahn-Hellersdorf? Naja, Rostock ist ja auch nicht eine Stadt. Es ist Berlin natürlich nicht vergleichbar, aber Rostock ist auch heterogen. Es gibt die Bereiche Lüttenklein und so weiter, die eine gewisse Ähnlichkeit haben. Aber es gibt eben auch die reichen Teile, die eben eher so an den nördlichen Teil von Pankow oder Zehlendorf erinnern. Das ist so. Aber insgesamt, Mecklenburg-Vorpommern ist mit Berlin nicht vergleichbar. Es sind andere Probleme, eine andere Welt. Wobei man ja sagen muss, aus Berliner Sicht ist ja Marzahn und auch Hellersdorf eher ländlicher Raum. Ja, das hören wir jetzt nicht so gerne. Wir sind natürlich mitten in der Stadt. Völlig klar, völlig klar. Aber ich frage es deswegen, weil Marzahn-Hellersdorf ja auch eine ähnliche Vielfältigkeit hat. Wir haben im Norden die Großsiedlung, sieht ähnlich aus wie hier draußen. Wir haben im Süden eher eine dörfliche Situation, Großsiedlung, das größte zusammenhängende Siedlungsgebiet in Europa. Und da würde man ja auch manchmal denken, man ist in Zehlendorf. Vor wenigen Tagen haben wir gemeinsam den Geburtstag der Linken gefeiert. Du bist ja selber mit einer der Konstrukteure dieses Projektes Die Linke. Wie würdest du denn heute das Projekt bewerten, 14 Jahre später? Also 14 Jahre später sage ich ganz klar, das war die richtige Entscheidung. Es war nicht leicht in all den Jahren, aber wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann muss man klar feststellen, jawohl, das war richtig. Ich will nochmal daran erinnern, die damalige PDS war in keinem westdeutschen Landtag, war kommunal im Westen nicht verankert. Ja, wir waren im Osten stärker und das ist schon ein Problem, ostdeutsche Interessen weiterhin wahrzunehmen, aber wir sind jetzt gesamtdeutsche Partei mit starken Landtagsfraktionen, mit starkem kommunalpolitischem Engagement, mit ganz vielen jungen Mitgliedern. Der jüngste Landesverband ist Bayern. Die Entscheidung war richtig und man hätte sie immer wieder so treffen müssen. Sonst wäre das Problem gewesen, dass mit der PDS vielleicht irgendwann sich das erledigt hätte. Aber einige Baustellen im Zusammenwachsen zwischen den beiden früheren Parteiteilen, die sind ja schon noch vorhanden. Wir hier in Berlin spüren die natürlich auch an einigen Stellen. Wie würdest du es insgesamt bewerten? Wo sind Baustellen, die zusammenwachsen? Na, es gibt eine Vielzahl von Baustellen. Das hat einfach mit den Traditionen zu tun. Und ich sage, diese Traditionen darf man auf gar keinen Fall kappen, weil dann ist die Partei tot. Und vielfach war es so, dass gerade wir Ostdeutschen, wir hatten eine wahnsinnige Sehnsucht nach dem Erfolg im Westen. Also ich kann mich noch an PDS-Parteitage erinnern, wenn dann irgendwer aus Nürnberg auf dem Parteitag geredet hat und ich brauche jetzt dringend 80.000 Mark, dann werden wir in den Nürnberger Stadtrat einziehen, dann hat der Parteitag das beschlossen. Also das ist jetzt eine wahre Geschichte. Der ist zwar nie in den Stadtrat gekommen, aber die 80.000 Mark sind dort gut angelegt gewesen. Also die Sehnsucht war unendlich groß und fast jeder, der etwas versprochen hat, er löst uns das, der war ein Held bei der Linken, real ist das nie geschehen. Und da muss man auch heute noch sagen, dass natürlich Oskar Lafontaine als einer der Gründerväter einen riesigen Anteil hat, dass wir diese Chance bekommen haben. So, aber das führte natürlich auch dazu, dass ja Menschen aus den alten Bundesländern zu Recht ja gesagt haben, Wahlen werden vielfach im Westen entschieden. Und es gab jetzt lange eine Zeit, wo man gesagt hat, naja, also dass wir diese Tradition haben, das ist gar nicht so wichtig. Und wir sind gesamtdeutsche Partei und der Osten ist die Problemzone. Wir sehen jetzt, dass wir die ostdeutsche Interessenwahrnahme etwas vernachlässigt haben. Das merkt man jetzt bei Wahlergebnissen Brandenburg-Sachsen, zuletzt Sachsen-Anhalt. Und ich finde gut, dass in Sachsen-Anhalt dort ein Stück weit eine Veränderung vollzogen worden ist, wo man klar dieses Thema
Ostdeutsche, bei gleicher Arbeitsleistung verdienen sie weniger. Die Repräsentanz Ostdeutscher ist immer noch nicht nur unterdurchschnittlich, muss ich nur die Bundesregierung anschauen. Es gibt keinen einzigen ostdeutschen Minister oder eine Ministerin. Dafür aber zum Beispiel drei aus dem Saarland. Das ist irgendwie eine Schieflage. Und wenn man sich die Repräsentanz bei obersten Gerichten anschaut, man kann aber auch in die Bundeswehr gehen, an die Hochschulen und. Und wir dürfen da nicht verbrämt, wir sind auch noch da, sondern selbstbewusst. Wir haben eine Geschichte, die ist durchaus, ja, ich sag mal, wellenförmig verlaufen, aber mehr Selbstbewusstsein tut gut und Interessenwahrnahme ist dringend notwendig, denn es kann doch nicht sein, dass jetzt sage und schreibe im Jahre 2024 eine Rentenangleichung geschehen soll. Aber würdest du sagen, kann man zusammenfassen, wir haben eine Reihe von Westkompetenz dazu gewonnen durch diese Fusion, aber möglicherweise an manchen Stellen Ostkompetenz aufgeben müssen? Ich würde das gar nicht als West- und Ostkompetenz bezeichnen. Ich würde formulieren, dass wir einen starken gewerkschaftlichen Zug bekommen haben, der nur gut ist. Wir haben gerade in den alten Ländern extrem viel junge Leute dazu bekommen. Die Partei ist dort eine andere, viel jünger, auch mit einer anderen Interessenlage. Aber das ist richtig. Wir haben, das ist vor allen Dingen eine Sache von Führung. Dort ist das vernachlässigt worden, als bewusste Entscheidung. Gesamtdeutsche Partei, die Pflegeprobleme sind Ost wie West ähnlich. Die Arbeitslosigkeit ist im Osten zwar höher, aber im Kern ist es auch das Gleiche. Und das ist ein Fehler. Denn die spezifische Interessenlage hier, die muss man berücksichtigen, weil da geht es gar nicht um Ost gegen West. Da geht es darum, dass der Osten in vielerlei Hinsicht Experimentierfeld war und weiterhin ist. Und das muss man benennen. Da muss man auch den Mut haben. Denn es ist so, dass die Linke auch dadurch, dass wir in den neuen Ländern ja relativ stark in Regierungsverantwortung waren oder sind. Also wir hatten in meinem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern die erste rot-rote Koalition, sind heute ja auch noch in Thüringen und in Berlin in Regierungsverantwortung, waren das bis vor kurzem in Brandenburg. Das hat natürlich einen Punkt weggenommen. Wir sind nicht mehr die erste Adresse für die, die sagen, gegen Berlin, gegen Brüssel. Das sind wir nicht. Das hat eine andere Partei, die keine Konzepte hat und nichts anzubieten hat, aber die hat diese einfachen Antworten für sich okkupiert. Und da, das ist nicht leicht, aber wir müssen den Versuch unternehmen, dort auch Menschen wieder zurückzugewinnen. Und wir müssen das vor allen Dingen durch gerade Auseinandersetzung mit den politischen Konkurrenten. Du hast gerade Sachsen-Anhalt angesprochen. Wir haben in diesem Jahr auch Berlin-Wahlen, wir haben auch Bezirkswahlen und manchmal kann man so ein bisschen schon einen Vergleich ziehen zwischen solchen Gebieten wie Sachsen-Anhalt oder eben auch im Bezirk wie Marzahn-Hellersdorf. Wie können wir denn diese Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen, die wir da verloren haben? Weil ich stimme dir absolut zu, die Partei, von der du auch gerade gesprochen hast, ohne sie zu nennen, wirkliche Konzepte finden wir hier auch nicht vor in Marzahn-Hellersdorf. Da gibt es nichts, wo wir sagen könnten, das ist ein ernsthafter Ansatz, um die Lebenssituation von Menschen zu verbessern. Trotzdem wird sie gewählt an vielen Stellen. Das ist die klassische sogenannte Protestwahl. Wir sind zu wenig Protestadresse. Ich glaube, das müssen wir weiterhin sein. Also wenn ich da jetzt die Lösung hätte, würde ich sie dir sofort verraten und dann wären wir in Marzahn-Hellersdorf und deinem Wahlkreis schnell bei 50%. Aber die Lösung habe ich auch nicht. Aber eins kann ich mit Sicherheit sagen. Wir haben hier in dem Bezirk, aber auch in Berlin deshalb bessere Voraussetzungen, weil wir aus einer Position der Verantwortung natürlich Antworten geben können. Also auch hier im Bezirk kann man sagen, das und das haben wir erreicht und das haben wir nicht erreicht. Und zwar auch wegen bundespolitischer und landespolitischer Rahmenbedingungen. Aber was wir nicht machen dürfen, das ist ein großer Fehler, den die PDS damals begangen hat, die Linke auch, alles, was wir so in Verantwortung gemacht haben, zu rechtfertigen. Weil das wissen die Leute, es ist nicht alles gut. Ich weiß, hier stellen wir die Bürgermeisterin und sind die stärkste Partei, das ist alles in Ordnung. Aber trotzdem haben wir nicht alles richtig gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich so eine Anmaßung mir leisten kann, aber das ist die Wahrheit. Und genauso ist es auch, dass natürlich der Mitte-Links-Senat in Berlin nicht alles richtig gemacht hat. Damit offen umzugehen und auch zu sagen, das ist die Linke und das ist Regierungspolitik. Denn ja, weder Stadträte noch Bürgermeister der Linken können etwa linke Politik pur umsetzen. Dies deutlich zu machen, das haben wir in der Vergangenheit nicht immer optimal geschafft. Weil bei uns ist es so, wir haben dann jemanden in Verantwortung und dann wird alles verteidigt, was der macht. Das ist aber falsch. Das ist aber wirklich falsch. Also ich habe das selber gemacht. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich oberschlau über was rede. Ich habe in Mecklenburg-Vorpommern unsere Regierungsverantwortung, wie man so schön sagt, bis zur letzten Patrone verteidigt. Im Nachhinein sage ich, manche Entscheidungen, die wir getroffen haben, hätte man als Partei eine Position deutlich abweichender formulieren müssen, trotzdem in der Regierungsverantwortung bleiben. Das ist nicht leicht, aber diesen Prozess, da können wir besser werden.
Um nochmal kurz auf die 14 Jahre zurückzukommen, normalerweise würde man sagen, jetzt kommen wir langsam in die Pubertät. Du guckst, Man merkt's, man merkt's. du guckst positiv in die Zukunft und sagst, wenn wir erwachsen sind, dann sind wir an einem ganz anderen Punkt. Ja, also es ist doch nicht so, dass diese 14 Jahre eine einzige Aufstiegsgeschichte waren. Das ist ja nicht der Fall. Und ich weiß noch ganz genau, nach der Gründung mit den großen Führungsfiguren, Oskar Lafontaine, Lothar Bisky, Gregor Gysi, die ja alle nicht mehr so in der ersten Reihe stehen, haben alle gesagt, na, danach geht das zu Ende. Das habe ich damals erlebt, als ich damals mit Sarah Wagenknecht gemeinsam die Nachfolge von Gregor Gysi angetreten habe, haben alle gesagt, naja, erstens zerstreiten sie sich ganz schnell, zweitens geht es bald zu Ende. Da haben schon viele, und jetzt wird ja auch wieder gern prognostiziert, also die Linke ist kurz vorm, taumelt dem Abgrund entgegen, jetzt bei der Bundestagswahl wird es nicht. Es wird wesentlich an uns liegen. Und dazu gehört eben, dass wir auch wirklich mit Herz, mit Leidenschaft darum kämpfen. Man merkt im Moment, dass es offensichtlich wirklich im 14. Jahr einige pubertäre Anwandlungen der Linken gibt. Die werden dann natürlich auch sehr, sehr gern von der Öffentlichkeit aufgenommen. Ich sage jetzt mal als Spitzenkandidat ganz klar und eindeutig, das sollten wir jetzt mal wirklich sein lassen. Jetzt geht es darum, den Fokus auf die politischen Wettbewerber und die Konkurrenten zu legen und die Dinge, wo wir vielleicht unterschiedliche Sichten haben, und die gibt es, und das ist normal, das ist ein Vorzug. Ich möchte nicht so gestylte Parteitage wie bei der Union, dann gibt es eine Abstimmung noch und es ist das Programm verabschiedet. Was ist denn das? Das hat doch nichts mit Demokratie zu tun. Ja, die Linke soll streiten, aber sie soll bitte, bitte, bitte die persönlichen Animositäten und dann diese Art und Weise der Auseinandersetzung in sozialen Netzwerken. Die würde ich jetzt mal dringlichst bitten, auch für alle, die ja zusehen, dringlichst bitten einzustellen, mindestens bis Oktober. Wir können dann gerne danach wieder auch in die inhaltliche Debatte gehen. Dieses Interview kann man auch im Nachhinein sich dann noch anschauen bei YouTube, bei Facebook, bei Twitter und bei Twitch. Du bist langjähriger Fraktionsvorsitzender im Bundestag, du hast es angesprochen. Ich hatte Petra Pau vor einigen Monaten hier zu sitzen und wir haben uns darüber unterhalten, wie hat sich die Arbeit der Fraktion im Bundestag verändert? Wie hat sie sich verändert dadurch, dass eine zusätzliche Fraktion seit der letzten Bundestagswahl dabei ist? Petra hat, um es mal so zu sagen, um es zusammenzufassen, mal resümiert, also alles andere als einfacher geworden. Wie würdest du das sehen? Da hat die Petra sehr, sehr recht. Und sie als Vizepräsidentin und als tolle Kollegin und wirkliche Stütze der Fraktion, kann das sehr, sehr gut einschätzen, weil sie sitzt da oben und muss mit denen umgehen. Wir haben eine völlig andere Situation, weil es sind ja zwei neue Fraktionen. Die FDP war ja auch nicht im Bundestag und in der letzten Legislatur waren wir die Oppositionsführerin. Das ist eine völlig andere Lage als jetzt. Und das Klima hat sich völlig verändert. Während es früher bei bestimmten Fragen dann auch eine Kollegialität gab, wo man miteinander bei allen politischen Unterschieden Dinge versucht hat auch zu lösen, manchmal auch regionale Aufgaben nach regionalen Interessen behandelt hat und nicht nach parteipolitischen, ist das mit dieser Partei abhanden gekommen. Es gibt das so nicht mehr. Das Klima ist schlechter geworden. Das Niveau der Angriffe ist unter dem zulässigen. Das muss man einfach sagen. Und das ist nicht gut. Das ist für die Kultur im Lande nicht gut. Das spaltet Gesellschaft. Die Ursache dafür hat nicht die AfD gelegt. Die hat ja letztlich eine Lücke bedient, die aufgemacht worden ist. Die hat mit Politik vieler Jahre zu tun. Ich sage auch ganz klar, natürlich haben wir eine Mitverantwortung. Wir dürfen uns da nicht freisprechen. Aber die Hauptverantwortung für diesen Aufschwung, die liegt wirklich bei den regierungstragenden Fraktionen, weil die eben eine Politik gemacht haben, die das möglich gemacht hat. Die soziale Spaltung im Land, dass wir jetzt in der Pandemie das nochmal so deutlich gesehen haben, dass teilweise die Milliardäre ihr Vermögen vervielfacht haben, während 40% riesige Einkommenseinbußen hatten. Das ist natürlich Ergebnis konkreter Politik. Und es wird nicht leicht sein, dass man die wieder parlamentarisch reduziert und vielleicht sogar aus den Parlamenten bringt. Das gibt auch keine einfachen Lösungen, weil wenn es die gäbe, hätten wir die alle schon mitgeteilt. Das wird ein beharrlicher Kampf sein. Der heißt aber nicht, alle gegen diese eine Partei. Weil dann ist man zum Scheitern. Das ist deren Geschäftsmodell, die etablierten und wir. Sondern es muss darum gehen, dass die unterschiedlichen politischen Angebote von der Union, von uns, von FDP und von der SPD und so weiter, dass diese deutlich gemacht werden. Es ist eben nicht so, das ist ja, wie gesagt, das Geschäftsmodell, alle anderen sind etabliert und sichern nur ihre Funde und wir sind die Aufrechten. Mehr ist dann nicht, aber das ist natürlich für jemanden, der politisch nicht interessiert ist, in der ersten Runde sogar glaubwürdig.
Diese einfache Logik kenne ich auch bei uns im Kleinen in der Bezirksverordnetenversammlung. Wir hatten es gerade im Vorgeplänkel schon mal, dass wir ja quasi Fraktionsvorsitzende Kollegen sind, du im Bund. Wir beide als Fraktionsvorsitzenden, genau. Das kennen wir auch. Die Akzeptanz der Linken ist aber natürlich hier in Marzahn-Hellersdorf, gerade auch natürlich in einem ganz anderen Kräfteverhältnis, natürlich eine andere, als es bei euch im Bundestag ist. Wie ist das? Im Gespräch, du hast es verfolgt über die Zeit, als wir noch die PDS waren im Bundestag, jetzt wo wir die Linke sind. Hat sich da in der Frage der Akzeptanz etwas verändert, auch in der Diskussion über Konzepte der Linken, die wir einbringen und darstellen? Ja, da hat sich gravierend etwas verändert. Also ich war ja schon vor vielen Jahren das erste Mal im Bundestag und da war das noch so, dass ja viele einen knapp gegrüßt haben und die Hand gegeben haben. Heute ist das so, dass unsere Angebote vielfach sehr ernst genommen werden. Im Übrigen, da das ja der Wahlkreis auch von Petra Pau ist, ihre Wahl damals hat ja gezeigt, dass sie weit über unsere Parteigrenzen hinaus Akzeptanz hat. Und das ist harte Arbeit. Das ist nicht, weil irgendwer nett oder unnett ist, sondern es ist harte Arbeit. Und da hat die Linke durch harte Arbeit es geschafft, ein höheres Maß an Akzeptanz zu erlangen. Bei den Kollegen, weil das hat mit Sach- und Facharbeit zu tun. Und das ist demzufolge auch unterschiedlich. Es gibt hoch anerkannte Kollegen, die fachlich, also von allen geschätzt werden, wenn ich jetzt willkürlich, um mal jemand aus dem Westen zu nehmen, mein Kollege Matthias Birkwald, der ist Rentenexperte und wird als solcher von allen anerkannt, weil er wirklich ein Experte ist. Und das gibt es auch vielen Feldern. Inzwischen ist es so, dass ja, es einen normalen Austausch mit Ausnahme der einen Fraktion, mit allen Fraktionsvorsitzenden gibt, dass es da auch Debatten gibt, dass wir auch Kontroversen machen. Das ist wirklich eine gewaltige Veränderung. Aber auch da muss man aufpassen, man darf dieses Umhülltsein nicht verwechseln. Denn ganz tief drin ist eigentlich bei allen Fraktionen, die wären froh, wenn es uns nicht gäbe. Und zwar aus vielen Gründen. Wir sind die Partei mit dem höchsten Veränderungsanspruch. Das wissen viele. Wenn die Linke wirklich Verantwortung auf der Bundesebene tragen würde, würde es gewaltige Veränderungen geben, allein auf dem Steuergebiet. Das wäre schon für viele wären das gravierende Einschnitte. Und deshalb ist es so, dass man nie vergessen darf, dass sie uns eigentlich alle nicht wollen. Dass sie sich nur ein Stück weit damit abgefunden haben und hin und wieder dann die Kompetenz auch schätzen. Allerdings ist der Spruch, den kennt Petra genauso wie ich den kenne, naja, sie sind ganz in Ordnung, sie sind halt in der falschen Partei. So. Wir stellen die Eigentumsfrage, wenn es notwendig ist. Du kennst die Auseinandersetzung in Berlin um das Thema Volksbegehren, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Du kennst die Auseinandersetzung um das Mietenthema insgesamt in Berlin. Leider hat der Mietendeckel eine Schlappe erleiden müssen. Es wurde festgestellt vom Verfassungsgericht, zuständig sei das Land nicht. Der Bund ist zuständig. Ich will auf dieses Thema nochmal ganz besonders eingehen und fragen, was kann die Linke im Bundestag tun? Was kann der Bundestag tun, um für stabile Mieten zu sorgen? Das ist ein Kernthema aus unserer Sicht auch für diese Wahlauseinandersetzung. Teile ich ausdrücklich, ist eines der Kernthemen. Und ich will zunächst mal da wirklich mit einem dicken Lob beginnen, dass Berlin das gemacht hat, in dieser Konsequenz. Ich nehme das Verfassungsgericht urteilt, sage ich auch einen Satz dazu. Es war enorm wichtig, weil es gibt jetzt endlich eine wirklich substanzielle Diskussion um diesen Mietenwahnsinn, um die Verdrängung aus den Innenstädten. Das ist unheimlich wichtig und auf einmal sieht man, dass sogar die Konzerne ein Stück weit einlenken. Das ist ja nicht unwichtig. Natürlich ist das Klassenkampf. Und wer denn glaubt, dass der also mit Lächeln nur geht, da gibt es auch manchmal auf die Nase. Und beim Mietendeckel hat man das deutlich gesehen, da ging es an die Substanz. Weil letztlich hat ja dieses ganze Thema mit der Finanzmarktkrise zu tun, dass man nicht mehr diese Renditen erreicht und dass man deshalb in den Wohnungsmarkt gegangen ist. Also deshalb ganz großes Lob für Berlin. Das Zweite, was ich sagen will, es ist natürlich auch wichtig zu sagen, gerade als Linker, dass der Mietendeckel an sich das Problem nicht allein löst. Das ist ein wichtiges Element. Aber ich will mal das deutlich sagen. Ja, in Berlin ist jetzt so viel gebaut worden wie in keiner anderen Stadt, weil immer gesagt wird, damit entsteht keine neue Wohnung. Donnerwetter, hat auch niemand behauptet. Also ist doch klar, dass da keine neue Wohnung entsteht. Aber dass wir in einer Situation sind, dass viele verdrängt werden, das wollen wir nicht. So, und die Aufgabe ist ganz klar, dieses Thema auf der Bundesebene ganz anders zu verankern. Und auch da gilt, der Mietendeckel ist ein Punkt, aber wir brauchen mehr sozialen Wohnungsbau. Ganz dringend. Herr Seehofer spückt sich immer und sagt, endlich wird wieder gebaut. Ja, das ist wahr. Trotzdem gehen jedes Jahr Sozialwohnungen verloren in der Summe. Es muss dort eine große Offensive gehen. Da gilt ja wirklich, in Berlin kann man das ja zitieren, der alte Zille, mit der Wohnung kann man einen Menschen erschlagen. Und das ist die Wahrheit. Und deshalb ist das eine Auseinandersetzung. Die Linke sagt ganz klar, Mietendeckel, das ist natürlich, das sage ich das mal wieder als Vorpommern,
In Vorpommern ist das kein Thema. Da verstehen die Leute knapp, was Mietendeckel soll. In Rostock zum Beispiel sehr wohl, in meinem Wahlkreis. Es ist ein Thema der Städte, aber es ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger und da muss man auch Sozialdemokraten und Grüne mit zum Schwur führen. Auf der Bundesebene gibt es bei den Sozialdemokraten da auch eine gewisse Offenheit. Bei den Grünen ist es ja derzeit so, dass die sich so dolle auf Schwarz-Grün vorbereiten, dass man eigentlich gar keine festen Aussagen mehr hat, auch nicht bei diesem Thema, sondern da wird gesagt, das ist alles nicht gut, muss besser werden. Das ist mir alles ein bisschen wenig. Es könnte aber eine gemeinsame Ebene geben in der Das sehe ich Frage. so. Das sehe ich so, darum muss man kämpfen. Das wird, also meine Einschätzung ist die, wenn das die nächste eine Regierung wird mit Sozialdemokraten, dann wird man mit denen weniger darüber reden können. Wenn das eine Regierung mit Grünen wird, dann wird man mit denen weniger darüber reden können. Wenn es eine Mitte-Links-Regierung gibt, dann wird man mit allen darüber reden, und zwar mit großer Sicherheit. Also wer wirklich bei dem Thema Mietendeckel Veränderung will, da kann ich wirklich nur dringend empfehlen, also dass ich das sowieso mache, die Linke zu wählen, ist ja klar, aber nur wir werden diejenigen sein, die das wirklich in Gesprächen, aber auch in die Auseinandersetzung der 4 Jahre wirklich bringen werden. Das ist ganz gesichert. Dietmar, in der aktuellen Krise ist es nicht einfach gewesen, für die Linke immer durchzudringen mit den Themen, die uns wichtig sind, obwohl sie eigentlich gerade jetzt in dieser Krise ganz besonders wichtig sind. Wie wird es jetzt in der Wahlauseinandersetzung zum Herbst hin werden? Was sind die Schwerpunkte, die wir ganz nach vorne stellen müssen, um gehört zu werden und um natürlich auch eine Antwort zu geben, wie bewältigen wir diese Krise? Nun, es war für die Linke noch nie leicht, in die Öffentlichkeit zu kommen. Und ich kenne auch wirklich noch Zeiten, wo es deutlich schwieriger war. Wir dürfen jetzt nicht in so eine weinerliche, wir haben es so schwer und so weiter. Schwer haben es andere gehabt in der Tradition der Linken. Da sollten wir jetzt wirklich auch nicht weinerlich sein, sondern vor allen Dingen immer fragen, was können wir besser machen? Und du stellst die völlig richtige Frage, womit gewinnen wir jetzt bei den Wahlen? Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir mit dem gesamten Bereich des Sozialen Punkte machen können. Wir sind diejenigen, die für sozialen Ausgleich stehen. Das wirklich in der Vielfalt. Ein Thema hast du angesprochen, Mieten. Es wird ganz zentral sein, wie wir mit dem Thema Gesundheit agieren. Die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens ist eines der größten Probleme. Eines der größten Probleme. Dass dort wirklich, ich finde, dass es ein Skandal ist, dass man mit der Pflege von Menschen Geld verdient. Das ist ein Skandal, das ist moralisch, das ist nicht christlich, das hat erstmal noch gar nichts mit links zu tun. Ein ganz zentraler Punkt. Und natürlich sind wir diejenigen, die für ordentliche Renten, für gute Löhne stehen. Diese soziale Komponente muss der Punkt sein, weil uns dort Kompetenz zugebilligt wird. Und man muss das natürlich in den Fokus stellen, wo uns Kompetenz zugebilligt wird, dass wir gerne auf alles Antworten haben. Und als Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag haben wir natürlich auf alles Antworten. Das ist ja wahr. Aber gewinnen, wenn man gewinnen will, dann setzt man die Spieler in der ersten Elf ein, die eben auch gewinnen können und sagt nicht, Mensch, der ist ein ganz großes Nachwuchstalent, den lassen wir jetzt schon mal spielen. Der ist erst 12. So. Und da zählt in jedem Fall noch dazu, neben dem Sozialen, selbstverständlich das Thema Klimagerechtigkeit, das ist völlig klar. Aber da lege ich großen Wert eben wirklich Klimagerechtigkeit. Wir müssen es darf, der Klimawandel, wer den leugnet, der ist ja, hat sie nicht alle. Denn wenn man uns unterstellt wird, dass wir das machen würden, großer Blödsinn. Nur wie wir damit umgehen, ob wir wirklich immer mehr Menschen belasten oder ob wir wirklich mal die Konzerne zur Kasse bitten. Wir können doch nicht, jetzt rede ich wieder das dritte Mal heute über Vorpommern, wir können doch nicht die Krankenschwester, die jeden Tag fahren muss und die einen Verbrenner hat und die eine Ölheizung hat, der können wir doch nicht androhen, drohen, es wären jetzt 15 Cent mehr beim Sprit oder 16, also 15 bei der Union, 16 bei den Grünen. So wird das nichts. Da wird die Akzeptanz dafür geringer. Wir müssen an die Strukturen ran, wir müssen an die Konzerne ran, wir müssen an den öffentlichen Personen- und Nahverkehr und die Bahn ran. Ich meine, seit 90 sind 6.500 Kilometer Bahnstrecke stillgelegt worden. Das ist das Alternativen schaffen. Natürlich wird der Verbrenner abgeschafft werden. Und wann das sein wird, vielleicht schneller als alle denken. Natürlich wären Ölheizungen nicht mehr da. Das ist alles wahr. Aber bitte, wir stehen da für sozialen Ausgleich. Und zuletzt, ich will zumindest das Stichwort sagen, ja, wir sind die Friedenspartei im Deutschen Bundestag. Da kann ich nur sagen, ich war jetzt einige Jahre Fraktionsvorsitzender und wir haben noch nie, weil es ja immer wird immer gesagt, na ja, es gibt diejenigen, die nicht ganz so konsequent, alles Blödsinn. Ja, bei jedem Auslandseinsatz mit Nein gestimmt. Wir waren die, die Waffenexporte immer wieder thematisiert haben. Und wenn wir es hinkriegen würden, in der nächsten Legislatur wirklich die Reduzierung der Waffenexporte durchzusetzen, dann wäre wirklich etwas gewonnen, weil wir exportieren den Tod. Und Deutschland, nicht Deutschland, sondern die Konzerne
Blutige Profite machen sie mit Waffenexporten, das geht so nicht. Ich finde es gut, dass du immer wieder den Wahlkreis ansprichst, bei dir konkret im Beckenhof-Vormann, weil da sind ja Menschen, die haben ganz konkrete Erwartungshaltungen, wenn sie die Linke wählen. Und all das, was du ansprichst, diese wichtigen Punkte, die lassen sich natürlich auch nur umsetzen, wenn man dann auch den Anspruch hat zu sagen, ich will dann aber natürlich auch versuchen, Teil einer solchen Regierung zu werden. Denkst du, dass wir das können im 14. Jahr unseres Bestehens? Naja, die Können-Frage würde ich deutlich mit Ja beantworten. Wenn man die jetzige Regierung sieht, und da, ich will nur mal einmal Andi Scheuer, der Milliarden versenkt hat, oder Jens Spahn, der mit seinen Deals bei Masken, also wirklich, das können wir lange auch. Aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass, und auch nicht um das Regieren an sich, sondern natürlich ist ganz klar, dass die Linke bereit ist, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Das ist doch. Also wer sagt, nö, wollen wir nicht, wir wollen Opposition bleiben, aber das fordern wir, das ist absurdes Zeug. Wir müssen und wollen ja auch Regierungsverantwortung übernehmen. Aber das Entscheidende ist, dass die Bedingungen stimmen. Und die erste Bedingung ist, dass wir ein entsprechendes Wahlergebnis haben. Und wenn unsere Zustimmung deutlich geringer werden würde, kämpfe für was anderes als Spitzenkandidat, ja, dann ist das auch klar, dass das heißt, dass eben viel weniger Menschen unsere politischen Inhalte wollen. Deswegen, es lohnt sich ja zu kämpfen. Wir wollen das, dass wir stärker werden. Und jetzt unabhängig von der Regierungsfrage ist eine stärkere Linke wird immer dazu führen, dass die anderen dann mehr diese Politik übernehmen. Das war schon zu Zeiten der PDS so. Es wurde mehr für Ostdeutschland gemacht, wenn wir bei Wahlen gerade wieder mal erfolgreich waren. Und so ist das auch. Und deswegen Regierungsverantwortung ja, aber die allererste Voraussetzung, starkes Wahlergebnis, dann kann man über alles reden. Ich habe im Moment nur das Gefühl, dass es bei einer Partei, die schon fast die Kanzlerin gestellt hat, im Moment eher in Richtung Bündnis mit den Schwarzen geht. Ich würde das nicht wollen, weil das wird dann unter Umständen ein neoliberaler Kahlschlag, wie wir ihn so noch nicht erlebt haben. Denn derzeit wird alles mit Geld zugeschüttet auf der Bundesebene. 450 Milliarden neue Schulden in anderthalb Jahren. Scholz hat jetzt angekündigt, 100 Milliarden in der nächsten Legislatur. Habe ich überhaupt nichts dagegen, das ist nicht der Punkt. Aber gleichzeitig erzählen sie alle irgendwas von schwarzer Null, Schuldenbremse und so weiter. Das geht nur alles nicht zusammen. Dann erzählen Sie was von mehr Investitionen. Also da möchte ich gerne, dass der Dreisatz beim Rechnen auch für Union und SPD gilt und dass da auch mal nachgefragt wird, wie dann das finanziert werden soll und wie dann eigentlich die Perspektive aussieht. Ich habe ganz viele Menschen in meinem Wahlkreis, die erwarten schon von der Linken, dass sie sich für ganz konkrete Veränderungen auch ihrer Lebenssituation einsetzt. Ich habe mit Begeisterung beobachtet, dass der Landesverband in Mecklenburg-Vorpommern das Thema Kinderarmut sehr intensiv immer auf die Tagesordnung gesetzt hat. Und ich glaube, du hast auch ganz persönlich als Person das immer sehr intensiv unterstützt. Ist das nochmal ein herausgehobenes Thema, auch für die Bundestagswahl, dass man sich nochmal genau diesen Armutsprozessen nähert und nochmal das in den Mittelpunkt rückt? Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich habe, als ich Fraktionsvorsitzender vor einigen Jahren geworden bin, mir auch überlegt, welchem Thema will ich jetzt in besonderer Weise auch mein Herzblut widmen. Und als ich dann gesehen habe, welche Dimension das in dem reichen Deutschland hat, bin ich dann doch fast aus allen Wolken gefallen, dass es eben Millionen Kinder betrifft. Und dass es ja auch hier im Bezirk eine vergleichsweise hohe Quote gibt, dass es bei mir in Mecklenburg-Vorpommern eine hohe Quote gibt, das ist alles völlig inakzeptabel. Alle Kinder müssen die gleichen Chancen haben, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln. Und das muss doch in dem reichen Deutschland, das 50 Milliarden für Rüstung ausgibt, muss das doch möglich sein. Wir brauchen bessere Schulen. Wir müssen dafür sorgen, dass das Geld bei den Kindern ankommt. Das ist mein Herzensthema. Ich habe hier ein Netzwerk gegen Kinderarmut gegründet. Das ist wirklich parteiübergreifend. Da ist Heinz Hilgers, Sozialdemokrat vom Kinderhilfswerk dabei. Da sind Schauspielerinnen dabei und so weiter. Sehr breit. Jetzt im Wahlkampf ist es natürlich nicht aktiv, weil das wäre dann ja unzulässige Wahlunterstützung oder zulässige, weiß ich gar nicht. Aber das Thema, ich bin auch ein bisschen stolz, dass dieses Thema im Fokus ist der Öffentlichkeit. Noch vor jetzt 7 Jahren im Koalitionsvertrag kam das Wort nicht vor. Im letzten kam das Wort wenigstens vor. Es gibt jetzt bei Sozialdemokraten und Grünen sehr wohl den Wunsch, dass wir zu einer Kindergrundsicherung kommen, die dafür sorgt, dass das Geld ankommt. Und es ist einer der größten Skandale, dass diese Koalition es nicht geschafft hat, Kinderrecht ins Grundgesetz zu bringen, weil die dermaßen was einen Luschenvorschlag gemacht haben, dem brauchte man nicht zustimmen, weil das wäre keine Verbesserung, sondern eine Verschlechterung. Und da sieht man mal, es gab ja auch in der Pandemie keinen Kindergipfel, aber ungefähr 95 Autogipfel. Das geht so nicht und deswegen, es ist mein Herzensthema und ich bin froh, dass es in vielen Ländern, in meinem Land Mecklenburg-Vorpommern auch, aber auch in Sachsen-Anhalt, auch in Brandenburg, als es da noch die Ministerin gab,
hat sich sehr engagiert, hat mit dem Oberbürgermeister in Frankfurt-Oder ein großes Projekt diesbezüglich gemacht. Also ich würde mir wünschen, dass auch in Marzahn-Hellersdorf noch mehr in der nächsten Legislatur, vielleicht macht ihr auch ganz viel, das eine große Rolle spielt. Weil es geht nicht, Kinder sind erstens keine kleinen Erwachsenen und es darf nicht sein. Diese Armut und Armutsbedrohung, das darf nicht sein. Wir haben ein ganz engagiertes Bündnis für Kinder in Marzahn-Hellersdorf. Wir haben sehr aktive Freiträger, auch die sich zusammengeschlossen haben, die auch tolle Sachen machen, ob es der Feriensommer ist und ähnliches. Super. Also das gibt es schon, aber mir ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass dieses Thema schon auch mal in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt werden muss. Kinder sind auch die großen Leidtragenden dieser Krise und das wissen wir, wird leider an vielen Stellen nicht immer so deutlich und das müssen wir in den Mittelpunkt stellen. Dietmar, zwei Fragen habe ich noch, persönliche. Das eine ist, ich wurde gefragt, dich zu fragen, was dein Lieblingsplatz in deinem Wahlkreis Rostock-Stadt ist. Na gut, der Lieblingsplatz ist da in Warnemünde. Ne? In Warnemünde auf der Mole, da ist es wunderbar. Wenn da noch ein ganz klein wenig Wind ist und etwas Sonne und nicht ganz so viele Urlauber da sind, ist es da sehr schön. Geraten wurde, ob es nicht möglicherweise ein rosanes Rathaus sei. Das Rathaus ist rosa mit einem dänischen Oberbürgermeister und einem tollen Dezernenten oder Senator heißen die ja bei uns, Steffen Bockhahn. Aber das ist nicht mein Lieblingsort. Da bin ich zwar auch hin und wieder, aber der Lieblingsort ist schon mit Blick aufs Wasser und möglichst auch ohne Politik. Und wenn du heute einen Tee mitgebracht hättest, ich habe ihn heute mal gekocht, ausnahmsweise, üblicherweise bringt der Gast die gestern einen mit, aber wenn du einen mitgebracht hättest, was hättest du denn für einen Tee mitgebracht? Ich bin nicht so ein großer Tee-Fan, ne? Aber ich habe in der Zeit, als ich damals in der Sowjetunion meine Aspirantur gemacht habe, da habe ich viel diesen russischen Tee, der eine besondere Stärke und Würze hat, den trinke ich immer noch ganz gern. Ich könnte jetzt nicht sagen, würde ich irgendwelches Zeug erzählen, wenn ich sage, ich würde einen Darjeeling nehmen und den bitte Südhang rechts unten. Ich bin leider kein Teekenner. Dann kannst du mich nach anderen Sachen fragen, wo ich mich besser auskenne. Super. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch mit dir, für die halbe Stunde im Gespräch in Marzahn-Hellersdorf. Ich wünsche dir viel Erfolg bei den großen Herausforderungen, die vor dir stehen, die für uns gemeinsam stehen. Und ich hoffe, dass wir im September eine ganz große Feier machen können am 26. September. Ich hoffe, dass wir uns in Marzahn-Hellersdorf auch nochmal wiedersehen in diesem Wahlkampf. Ich hoffe, wir finden gemeinsam Zeit. Bedanke mich ganz herzlich bei dir, bei allen Zuschauenden. Ihr könnt euch auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter und auf Twitch dieses und auch alle anderen Sonntagstees anschauen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute auch für dich persönlich und für Marzahn-Hellersdorf. Stärkste Partei bleiben. Dankeschön. Und den Wahlkreis für Petra gewinnen. Dankeschön. Die Zahl der Vermögensmillionäre hat sich in der Amtszeit von Angela Merkel nahezu verdreifacht. Und natürlich wird eine der zentralen Fragen in der Wahlauseinandersetzung sein, wer zahlt die Corona-Krise? Wir wollen endlich die Superreichen in die Verantwortung nehmen. Wir stellen die Verteilungsfrage. Es geht nicht um kleine Korrekturen, es geht um einen Richtungswechsel. Wir wollen die Prämissen der Politik grundsätzlich verändern, und zwar im Interesse der übergroßen Mehrheit. Soziale Garantien und Solidarität statt Konkurrenz, Sieben statt Aufrüstung und Konfrontation, Klimagerechtigkeit statt grünem Kapitalismus. Ja, einige nennen das radikal. Wir nennen das Gerechtigkeit.